Hi, ich bin's, Silas, ne? Die meisten von euch kennen mich bereits. Ich habe heute die Ehre, den Input zu machen. Und dafür habe ich euch was mitgebracht. Das hier ist meine Campkiste. Viele von euch kennen die, die schon mal auf dem Ranger Camp waren oder so. Die haben früher eine Holzkiste gemacht. Und ich habe mir irgendwann mal im Laufe der Zeit gedacht, hey, ich will aus meiner Holzkiste was Besonderes machen, so was Eigenes. Deswegen seht ihr, die ist voll gekleistert mit irgendwelchen Stickern von Sachen, die ich cool finde. Hier zum Beispiel, Don't Let the Label Label You, meine liebste deutsche Battle-Rap-Liga. Oder Bands, die ich cool finde. Die Red Hot Chili Peppers, Nirvana, Linkin Park, Green Day natürlich. Alles haufenweise Sachen, die ich cool finde, die mich begeistern. Und die mich auch ein Stück weit natürlich verkörpern. Und ich habe mir diese Woche gedacht, hey, eine Sache fehlt da drauf. Und zwar habe ich mich im Internet nach christlichen Stickern umgesucht, weil mein Glaube ist für mich schon durchaus ein großer Teil von meinem Leben. Und da habe ich gedacht, das muss auf meine Kiste drauf. Das seht ihr auch mittlerweile, ich habe ein paar schon drauf gemacht, aber im Prozess des Draufmachens ist mir das aufgefallen. Und zwar voll viele dieser Sticker, ich habe hier noch ein paar mitgebracht, so welche zum Beispiel, die haben teils einfach keinen wirklichen Platz gefunden, weil die, keine Ahnung, wenn ich die jetzt hier irgendwo draufklatsche, dann blockieren die so ein bisschen andere Sticker, die ich eben auch cool finde. Und ja, manche, die fand ich, sahen einfach nicht unbedingt so gut aus. Und da haben stiltechnisch, der hier zum Beispiel, der hat einfach stiltechnisch nicht wirklich gut auf meine Kiste drauf gepasst. Und da bin ich ins Nachdenken gekommen. So von wegen, hey, mein Glaube ist ein wichtiger Bestandteil meines Lebens. Aber der passt irgendwie teils nicht zu dem, was ich sonst in meinem Leben wirklich auch verkörpere. Und dadurch bin ich auf dieses Thema gekommen, das ich überschrieben habe mit dem Titel Mein Glauben und die Sache mit der Kiste. Ich habe mir dazu ein paar Leitfragen überlegt. Und zwar will ich da euch gerade mal in die erste mit reinnehmen. Und zwar, welchen Platz hat Gott in deinem Leben? Beziehungsweise, was bedeutet er für dich? Und ich möchte euch da mal kurz in die Bibel reinnehmen, und zwar in Matthäus 6, Vers 33. Dort steht, setzt euch zuallererst für das Reich Gottes ein und dafür, dass sein Wille geschieht. Dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Da merkt man zuallererst mal, hey, Gott will Priorität sein. Gott will, dass wir ihn an erste Stelle setzen, und er will auch, dass wir unser Leben nach ihm ausrichten. Und das ist nicht nur einfach so gesagt, nein, wir bekommen auch noch effektiv was dafür. Und das ist super, super cool, aber auch total fordernd. Ich meine, Gott als Priorität zu setzen, als Nummer eins, dem allen unterzuordnen, das ist bei so viel coolen Sachen, die man in seinem Leben hat, gar nicht unbedingt so leicht. Viele von euch kennen da zum Beispiel auch das Beispiel mit dem Autofahren. So von wegen, hey, dein Leben ist eine Autofahrt, und nun ja, aktuell sitzt du noch am Steuer. Und Gott sagt zu dir, hey, ich will das Steuer übernehmen. Und du kannst ihn jetzt natürlich draußen im Winter stehen lassen, wo er dann erfriert. Du kannst ihn als Beifahrer mitnehmen und ihn einfach mal vielleicht reinholen, wenn es irgendwie gerade brenzlig wird. Aber du kannst ihm auch das Steuer übergeben und einfach dich selbst fahren lassen. Kennt sicher viele von euch, ich will ja gar nicht zu weit drauf eingehen. Aber auf jeden Fall, es ist schwierig, Gott wirklich sein komplettes Leben zu widmen und ihn an erste Stelle zu setzen. Und da möchte ich euch einfach bewusst fragen für euch, ist Gott wirklich ein fester Bestandteil von eurem Leben? Meine zweite Leitfrage für heute ist, was sind Sachen, die dich persönlich von Gott abhalten? Ich persönlich habe da an drei Kategorien gedacht, die ich mit euch durchgehen will. Und zwar das erste sind zum einen negative Einflüsse auf dein persönliches Leben. Ich möchte da direkt in die Bibel eintauchen, und zwar in 1. Petrus 5, Vers 8 bis 9. Macht euch gefasst, das ist ein bisschen härter. Seid nüchtern, wacht. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht standhaft im Glauben, da ihr wisst, dass dieselben Leiden sich an eurer Brüderschaft in der Welt vollziehen werden. Ja, ist mal ein Statement, so von wegen, viele Dinge, die in der Welt einfach normal sind oder da gemacht werden, sind einfach Werk des Teufels. Die sind Versuchungen, die einfach uns als Menschen probieren, in die Sünde zu ziehen, in den Weg abseits von Gott. Und das ist meistens schon relativ vielen vorher bewusst.
meine, Verführungen sind, keine Ahnung, interessant. Andere machen die, sind reizvolle Erfahrungen. Aber irgendwie, wenn man schon weiß, dass es sich mit seinem christlichen Leben oder mit seinem Glauben selbst nicht wirklich gut vereinbaren lassen würde, dann ist es vielleicht auch nicht unbedingt gut, dem in seinem Leben wirklich Platz zu geben. Ich habe mir da ein paar Sachen mal aufgeschrieben. Könnt ihr euch sicher auch haufenweise andere Beispiele denken. Meine ersten Gedanken gingen da an Saufen, irgendwelche Drogen, sexuelle Fantasien, Lügen, Beleidigungen, whatever. Könnt ihr die Liste unendlich viel weitersetzen. Alles Dinge, bei denen man sich wirklich denken kann, so hey, in meinem Glauben oder in meinem Leben mit meinem Glauben sollte das keinen Platz haben. Und trotzdem lässt man sowas immer wieder irgendwie Raum und entfernt sich somit weiter von Gott. Das ist nichts, was man wirklich als Lebensstil haben sollte mit Gott als Prio 1. Ich nehme mich da selbst nicht raus, ne? Ich bin genauso anfällig für das Ganze, aber mir ist das enorm wichtig geworden. Deswegen möchte ich euch da ermutigen, hey, lasst euch nicht verführen. Kategorie 2, Sachen, die dich von Gott abhalten, habe ich mal als Neutrales klassifiziert. Heißt, keine Ahnung, ihr habt Langeweile und müsst euch irgendwie beschäftigen oder ihr macht irgendwas, was einfach interessanter ist als euer Leben mit Gott oder euren Glauben wirklich zu praktizieren. Muss nicht zuerst instant an Netflix denken. Ne? Wie oft erwische ich mich selbst dabei, wo ich mir halt denke, hey, ich habe voll eine geile Serie, ist viel, viel besser als meine Bibel. Warum nicht? So, und dann sitze ich halt wieder irgendwie binge-watchend 2 Stunden vor Netflix und habe effektiv nichts getan. Fühlt sich im Nachhinein ein bisschen blöd an, aber weiß nicht. Ich finde ich weniger dramatisch als Verführungen in dem Sinne. Anderes Beispiel sind zum Beispiel Social Media. Ne? Wie oft, wenn ich irgendwo warten muss, hänge ich lieber kurz 5 Minuten auf Insta rum und gucke mir irgendwelche Stories an von Leuten, die mich eh nicht interessieren, anstatt einfach vielleicht mit Gott ins Gebet zu gehen, einfach auch für Menschen durchaus zu beten, die mir wirklich am Herzen liegen. Das sind so Dinge, die in mir aufgekommen sind. Kategorie 3 von Sachen, die dich abhalten können, habe ich mal als positive Einflüsse zusammengefasst. Und zwar solche Dinge, die fühlen sich gut an. Da habt ihr vielleicht ein Talent für oder da gebt ihr eure Seele hinein, da habt ihr Spaß, da bekommt ihr Anerkennung von einem. Also alles positive Sachen, die man auch für sein Leben braucht. Es fallen zum Beispiel, was weiß ich, Hobbys drunter, ne? Wenn man sich für Autos interessiert oder Fußball, Mode, Gaming, ja, meine Güte, da bin ich selbst total betroffen. Shopping, Internet, Bücher vielleicht, falls einer von euch auch lesen sollte. Alles Dinge, die sind total gut, die sind positiv, die machen Spaß. Da hat man was für sich, da hat man auch Gemeinschaft, aber man muss hier aufpassen, dass die Priorität stimmt. Wir lesen in Römer 8, Vers 32, Gott hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle gegeben. Und wenn Gott uns Christus gab, wird er uns mit ihm dann nicht auch alles andere schenken. Finde ich einen total ermutigenden Satz. Ne? Zum einen, ja, Jesus ist auf die Welt gekommen, für uns gestorben, wir haben keine Sünden mehr, Halleluja. Ja? Richtig, richtig geil, will ich hier nicht runterspielen. Ich will hier noch auf die andere Komponente hinaus. Und zwar, er wird uns alles andere schenken. Sprich, alles Positive an dieser Welt, alles Gute, alles, was dir Freude macht, alles, wo du deine Seele hineingeben kannst, all das ist von Gott. Und faktisch gesehen, wenn alles Gute von Gott kommt, steht Gott nochmal über diesem. Sprich, wir sollten auch hier ein Auge drauf haben, dass Gott in dem Fall die Priorität ist. Weil durch Gott haben wir das Gute, aber das Gute ist nicht Priorität. Es ist ein Punkt, der mich total gecatcht hat und ich hoffe, ihr könnt das nachvollziehen. Das war mir total wichtig. Ich möchte jetzt so ein bisschen das Ganze noch zusammenfassen. Ich habe noch als letzte Leitfrage, die so einen Bogen schließen soll, von wegen, hat dein Glaube Platz auf deiner Kiste? In Matthäus 6, Vers 21 lesen wir, wo nämlich euer Schatz ist, da wird euer Herz sein. Ein total berühmter Vers, den haben viele von euch auch schon gehört, aber der passt einfach gerade zu gut, deswegen muss ich ihn hier bringen. Das, was euch im Leben begeistert, das, wofür ihr euch hingebt, das, mit was ihr eure Zeit füllt, das ist das, von was euer Herz füllt. Das ist das, was ihr verkörpert, was Leute in euch sehen. Und macht euch hier einfach bewusst, in welchen Punkten ihr Gott hinten anstellt. Geht einfach in euch, ne? Hinterfragt euch da einfach mal selbst. Ihr wisst da selber, an welche Punkte ihr da denken müsst.
Und geht dabei auch ins Gebet. Das ist das Beste, was ich euch empfehlen kann. Macht es einfach. Und wenn ihr euch klar geworden seid, was vielleicht irgendwie ein bisschen bei euch aus den Fugen geraten ist, dann steht auf und habt einfach den Willen und die Eier in der Hose, das dann auch durchzuziehen und zu machen. Das ist das Beste, was ihr machen könnt. Zeigt euch und der Welt draußen, dass es durchaus geht, Gott an erste Stelle zu setzen. Denn so tragt ihr Gott wirklich effektiv in die Welt hinaus. Ich möchte euch da auch noch kurz ein Beispiel zeigen. Punkte ausräumen, von denen ihr wisst, dass sie schlecht sind. Ich möchte euch kurz hier eine Geschichte von meinem Dad selbst erzählen. Mein Vater, Kind der 80er, ein riesen Rock-Fan. Der hat früher haufenweise Alben gehabt von AC/DC, Deep Purple, Black Sabbath, weitere noch. Aber alles so riesige, große Namen. Und da hat er sein komplettes Geld reingesteckt. Taschengeld, was er gekriegt hat und was er sich sonst irgendwo arbeitet, alles ist so in seine Sammlung geflossen von Alben, von irgendwelchen Singles, von irgendwelchen Kassetten, um die zu kopieren, von irgendwelchen Freunden, auch nicht ganz billig. Auf jeden Fall, da hat er sein Herz für reingesteckt, da war der on fire für. Aber mein Vater war auch aus tiefster Überzeugung Christ. Und er hat irgendwann gemerkt, hey, so manche Texte, so manche Bands, die verkörpern nichts Gutes. Gerade zum Beispiel AC/DC oder Black Sabbath, die dafür bekannt sind, zum Beispiel vor ihren Konzerten schwarze Messen zu halten oder irgendwelche anderen satanischen Texte irgendwie zu haben. Das hat mein Vater so innerlich bewegt und aufgerüttelt, dass er sich dazu entschlossen hat, seine ganze Sammlung, alles, was er hatte, das waren um die 400 Mark an Alben, an Musik, an sonstigen blablablub, hat er alles auf einen Haufen geschmissen und hat den ganzen Mist verbrannt. Und das ist für mich bis heute noch eine der krassesten Geschichten, die ich von meinem Vater habe und eine der Geschichten, die ihn für mich zu einem unfassbar krassen Vorbild im Glauben machen. Und ich weiß, das ist mein Vater, ich habe da einen anderen Bezug dazu, aber ich hoffe mal an dich oder für dich, dass dich das auch catcht. Dass dieser Schritt, so viel einfach in den Müll zu schmeißen, weil die Beziehung zu Gott so viel mehr hergibt, dass das in deinen Kopf kommt. Das ist einfach so wichtig. Deswegen, ich möchte damit schließen, hört auf Gott, macht euch wirklich bewusst, was vielleicht in eurem Leben an zu viel Priorität gewonnen hat. Geht ins Gebet, werdet Zeug los, das euch zurückhält und lehnt euch einfach zurück und lasst einfach Gott machen. Und erwartet und seht zu, wie er euch dadurch beschenkt.